Hallo Leute, mein Name ist Marvin Seidel, ich bin Physiotherapeut und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Knieschmerzen deutlich reduzieren könnt. Das Knie ist eines der kompliziertesten Gelenke im menschlichen Körper und neigt häufig zu Schmerzsymptomen. Die Ursachen dafür können vielseitig sein, zum einen Überbelastung, Fehlbelastung, Verletzungen, Unfälle, ja, aber auch einfach zu geringe Belastung mit einhergehender zu schwacher Muskulatur. Deswegen möchte ich euch ein paar Massagetechniken an die Hand geben, wie ihr die Schmerzsymptomatik deutlich reduzieren könnt. Also bleibt jetzt dran. Die Techniken, die ich euch jetzt zeige, sind direkt zum Mitmachen. Ihr könnt aber auch an den Punkten länger verweilen. Als erstes geht es darum, die Durchblutung anzuregen. Das macht ihr mit schnellen Streichungen in den vorderen und seitlichen Oberschenkel. Das gleiche macht ihr auch nochmal an den Innen- und Außenseite des Knies, ja. Danach arbeitet ihr euch schon mehr in die Tiefe durch dehnende Streichungen. Versucht die Finger möglichst stark in Gewebe zu drücken und die Spannung zu spüren. Danach geht es weiter mit der Ellbogentechnik bzw. Unterarmtechnik. Ihr baut Druck mit der Elle auf. Auch die Außenseite macht ihr dabei mit. Als nächstes geht es um seitliche Bewegungen ans Kniegelenk. Jetzt könnt ihr schon mehr Druck aufbauen, das gleiche nochmal auch auf der medialen Seite. Anschließend geht ihr an den Muskel-Sehnen-Ansatz vom Quadrizeps, der ist häufig auch sehr stark verspannt, vor allem wenn man Knieschmerzen hat. Danach umgreift ihr das Kniegelenk und arbeitet vor allem mit euren Handballen und baut starken Druck auf. Anschließend presst ihr mit dem Daumen den Muskel zur Außen- und zur Innenseite. Die Technik ist auch sehr wohltuend. Danach geht ihr mit den Fingerknöcheln nochmal über den Tractus iliotibialis, der häufig auch zu einer Schmerzsymptomatik des Kniegelenks führen kann. Danach geht es schon über zu der Abschlussstreichung. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Teilt das Video, wenn ihr damit zufrieden wart, und bis zum nächsten Mal.